Ich war gestern eine Stunde live, hab dabei Chapter 4 geleakt, einige private Sachen sind durchgesickert, ein paar Videos aufgenommen und so weiter. Aber was der Live-Chat nicht wusste, ist, dass ich sie die ganze Zeit getrollt habe. Es war mordslustig und da sind echt ein paar coole Sachen zusammengekommen. Das Ganze habe ich dann bei Rifty und bei Cypher PK gesehen, beide haben das schon gemacht. Und das habe ich gesehen. Ich fand das mordsgeil, es war wirklich eine sehr, sehr lustige Idee und ich dachte mir, okay, das musst du so schnell wie möglich nachmachen. Weil desto mehr und mehr Leute, dass die Idee genauso lustig finden und nachmachen, gerade wenn es sich in den deutschen Bereich irgendwie ausbreitet oder sowas, desto mehr und mehr wird das geläufig und die Leute wissen schon, oh, da ist schon wieder irgendeiner aus Versehen live oder sowas. Ne? Und dann wird es ein bisschen alles obvious und deswegen wollte ich das jetzt so schnell wie möglich nachmachen. Deswegen Shoutout an die zwei, Kuss geht raus, es war wirklich eine nice Geschichte und ich habe das ein bisschen auch natürlich auf meine eigene Art und Weise gemacht. Das Ganze fing erstmal ganz simpel an. Ich fing an, als ob ich erstmal ein Video aufnehmen würde. Ne? Hab den Stream gestartet, aber hab komplett mit dem Chat nicht interagiert. Tatsächlich, ich hab's überall ausgemacht. Überall auf meinem Monitor hatte ich nicht ein bisschen den Chat, weil sonst wäre die Versuchung zu groß, in den Chat zu gucken, wie ist gerade die Reaktion der Leute oder was auch immer. Deswegen alle Chats ausgemacht. Ich habe nur den Stream gestartet und dabei so getan, als ob ich eigentlich ein Video aufnehmen wollte. Und das habe ich auch. Ich brauchte so oder so ein Video, ich musste sowieso Content aufnehmen. Und das war eigentlich die perfekte Ausrede, dann tatsächlich so zu tun, als ob ich den Stream aus Versehen gestartet habe. Und dabei bin ich dann komplett im Charakter geblieben. Genauso, wenn ich einfach ein Video aufnehme, ist es natürlich so, dass man zwischen den einzelnen Stellen, die relevant fürs Video ist, einfach still ist. Ich sitze ja hier nicht und mache la 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 oder laber wieder wie so gewöhnlich für so ein Video. Ne, und da war ich einfach still und dann, wenn immer wieder so eine Passage kam, die ich fürs Video brauchte, da habe ich dann aufgenommen und so weiter. Nächster Mythos ist tatsächlich, da brauche ich auch erstmal ein bisschen Chrom, soweit so gut. Ich brauche erstmal den Baum und ich brauche Chrom. Ein Chrom-Hai. Hey, Floppy. Oder ist das Kloppy jetzt? Chrom. Das Ganze habe ich dann quasi in dem Stream fortgesetzt und durchgezogen. Und das wird natürlich, wenn man das so roh anschaut, schon ein bisschen komisch, weil man so total enthusiastisch über etwas redet. Und dann muss man erstmal warten, bis andere Sachen passieren. Und dabei haben schon die ersten Skeptiker angefangen, haben gesagt, der trollt uns. Andere haben sich gefragt, wieso redet er nicht mit uns? Weil am Anfang war das noch so ein bisschen, wieso redet er nicht mit uns? Der ist doch jetzt live und spielt gerade Fortnite, aber der redet nicht mit uns die ganze Zeit oder sowas, ne? Andere sowas von wegen, trollt er uns? So haben einfach mal noch so ein bisschen, haben die Leute es noch nicht so ganz verstanden. Aber desto mehr und mehr diese Aufnahme lief, desto mehr haben die Leute tatsächlich gerafft, so von wegen, oh, der könnte tatsächlich aus Versehen live sein. Ich habe versucht, wirklich an alles zu denken. Ich habe alle Stream-Alerts ausgemacht. Ich habe mein Handy komplett in Ruhemodus gesetzt, sodass keine Anrufe reingingen. Weil dann fing auch schon direkt an, die Mods und so weiter mich zu kontaktieren auf WhatsApp, Telefonanrufe und was auch immer. Wollten mich tatsächlich kontaktieren und einige Freunde auch noch, dass ich tatsächlich live bin und aufpassen soll, dass ich da nicht irgendwie was leake oder sonst was. Also, Kurs geht raus natürlich, dass alle aufpassen da. Wenn es mal wirklich sowas passieren würde, dass ich das da auf jeden Fall mitkriegen würde. Ja, dann habe ich das Ganze gemacht, aber was ich vergessen habe, ist tatsächlich hier Einladungen in Fortnite auszumachen. Und dann ploppten die ganze Zeit Einladungen von meinen Moderatoren und auch einigen Freunden im Stream, sage ich mal, auf. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit so, Mist, Alter, ich muss das jetzt die ganze Zeit ignorieren, während eine Einladung nach der anderen kommt und so weiter. Irgendwann hat es Gott sei Dank aufgehört und so weiter, ne? Gott sei Dank. Aber ja, das war noch so ein bisschen tricky, musste ich auf jeden Fall aufpassen. Mitten in dieser Aufnahme, diesem Video, bin ich dann auf Twitter gegangen und habe erstmal einen Tweet verfasst, so von wegen, ich nehme gerade noch ein Video auf, wir sehen uns um 14 Uhr. Das war so quasi der Startschuss, beziehungsweise das Indiz dazu, so von wegen, Leute, eigentlich wollte ich gar nicht live sein, eigentlich nehme ich ein Video auf und so weiter. So, damit die Skeptiker tatsächlich wissen, dass hier das ganz kein Troll ist oder sonst was und damit natürlich diese Ausrede perfekt ist. Eine Stelle für dieses Mythenvideo hat dann auch ein bisschen länger gedauert, da musste ich diesen einen Baum mit Chrom beschleudern und so weiter, dann wurde ich da von Leuten angegriffen, hab die erstmal beleidigt oder sowas. Ficker. Die Reaktion des Chats war einfach göttlich.
göttlich, Alter. Ne, die gesamte Chat hat mitgemacht, hat gefeiert, hat das Ganze kommentiert. Mehr als ich, wenn ich normal spielen würde, ne? Und das war grandios zu lesen und da war, kamen echt geile Sachen bei raus. Immer noch gab es tatsächlich einige Leute, die gesagt haben, hey, der trollt immer noch, ne? Das ist der massive Troll. Einige haben natürlich auch die anderen Videos gesehen von CypherPK und Rifty, ne? Und haben deswegen auch in den Chat geschrieben, so für ihn, hey, das hat auch der und der gemacht. Und deswegen haben, kannten die die Idee schon. Deswegen wollte ich das so schnell wie möglich nachmachen. Aber der große Clou und dann das große Ding kam, nachdem die Aufnahme zu Ende war. Und dann habe ich die Abmoderation gemacht vor dem Video und natürlich mein Outfit abgezogen und war dann komplett still. Und gib mir Flosse. Flop. So, wie ich nun mal auch nach der Aufnahme bin, ne? Dann bin ich hier einfach und hock vorm Rechner, guck auf den Monitor, schneide das Video oder sonst was und der Chat hat da live, beziehungsweise der Stream hat alles gesehen, was ich dann so alles mache währenddessen. Angeblich halt, ne? Weil ich ja aus Versehen live war. Dann habe ich ein bisschen private Sachen gekümmert, habe ein paar Pakete eingepackt und ausgepackt, so, ne? Was man halt so im Alltag macht. Und dabei die geilste Musik angemacht und ein bisschen Blackpink reingeblästet. Ich hätte noch ein bisschen mehr reinmachen sollen, so ein bisschen Baby-Metal nochmal so richtig, ne, so was überhaupt nicht zu mir passt vielleicht, ne, reinblästen oder sowas oder was komisch wäre, aber da kam noch Psy dazwischen und da war die Reaktion auch wieder göttlich, so von wegen, ey, geiler Musikgeschmack, ey, Blackpink, andere haben dann wieder rumgesagt, ne, jetzt trollt er definitiv, weil als ob der jemals im Leben Blackpink hört und so weiter. Also sehr gemischte Reaktion der Community, aber sehr, sehr, sehr lustiger auf jeden Fall. Ich hatte mega enjoyed und da war auch schon so der Zeitpunkt, wo ich mein Lachen extremst verkneifen musste, ne? So, bei der Aufnahme konnte ich noch tatsächlich recht gut in Charakter bleiben, aber da fing das schon so an, als dass ich tatsächlich dann ein bisschen, mein Grinsen ganze Zeit verstecken musste. Hab mir noch eine Kellogg-Schüssel eingekippt, ein bisschen noch für zum Frühstücken und so weiter, ne? Und hab dabei ein bisschen YouTube-Videos geguckt. Also der Troll war da schon perfekt. Viele Leute haben es geglaubt und haben ganze Zeit sehnsüchtig danach gewartet, was ich so mache. Nachdem ich ein paar Pakete eingepackt habe und so weiter, kam dann auch schon der nächste große Step. Und zwar Chapter 4. Ja, ich habe mir Chapter 4 Maps angeguckt, die dann onscreen gezeigt, diese Chapter 4 Karte, und mir die angeguckt, als ob das sowas wie ein, quasi ein Entwurf wäre, das ich zu früh zugeschickt bekommen habe, bevor irgendwelche neue Seasons oder so launchen. Dabei habe ich extra darauf geachtet, dass die Dateiname dieses Bildes extra 4 heißt, ne, 4.jpg einfach. Und dann lagen auf meinem Desktop noch ganz zufällig zwei weitere Dateien, die einmal Dezember Beta hießen und Dezember POI, also Per Points of Interest. Einfach nur, damit die Leute sehen, so von wegen, ey, ich habe aus Versehen Chapter 4 geleakt und so weiter. Weil diese Chapter 4 Karte, die sieht aus. Die habe ich schon auf Social Medias gepostet und die sieht wirklich baba aus. Es ist ein Konzept von Rough Comics, aber es sieht mega nice aus. Eine sehr, sehr kreative und verspielte Karte, eine sehr fantasievolle Karte mit sehr coolen Elementen wie Wasserfälle, Torbögen, mit verschiedenen Biomen und eine rote, so eine rote Kristallgegend, wie auch immer. Sehr große Schneelandschaften und coole Strukturen und so weiter. Also eine wirklich, wirklich schöne Konzeptkarte. Ich weiß nicht, ob ich das gar nochmal in einem eigenen Video anspreche. Könnte man nochmal in einem eigenen Video mal ansprechen, weil hier geht es eigentlich primär um den Troll, aber da war Chapter 4 und der ganze Chat nur so Leak, 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 Leak. Einige haben Clips gemacht die ganze Zeit, ne? Es gibt immer noch die Leute, die gesagt haben, okay, jetzt trollt er uns, weil das ist definitiv nicht die Chapter 4 Karte. Ich meine, selbst wenn es die nicht wäre, ich gucke mir ja solche Konzepte so oder so an, ne? Weil ich mich da gerne drüber informiere und so weiter. Aber ja, da ging schon die ganze Show weiter und es war einfach glorreich. Um das Ganze dann nochmal ein bisschen abzurufen, Runden, kam dann nochmal der nächste Part und zwar habe ich dann einfach mal ein Intro gestartet. Ein weltbekanntes Intro und zwar von unserer liebsten Seite PHUB. So, und wenn dieser Sound jetzt euch irgendjemand komisch anguckt, dann wisst ihr, dass er weiß, was ihr wisst und dass er das genauso weiß, wie ihr wisst. Ne, das Intro wurde gestartet, ich habe pausiert, um mich natürlich entsprechend darauf vorzubereiten. Aber das war schon ein bisschen too much tatsächlich, dann kamen schon immer mehr Leute, die gesagt haben, das ist ein Troll, Troll, Troll. Andere so von wegen, oh mein Gott, schaltet den Stream aus, sonst ne, wird er hier gleich gebannt oder sonst was. Da hätte man noch ein bisschen eine Stufe weitergehen können. Ich hätte tatsächlich irgendwie mal ein Video suchen sollen, wo ein bisschen Handlung am Anfang ist, wo
natürlich mit zwei Menschen miteinander reden, bevor es zur Sache geht. Das hätte man so laufen lassen können, so dass es natürlich nochmal ein bisschen authentischer wirkt. Ich habe jetzt nur das Intro gehabt, was ich pausiert habe. Hätte man das so ein bisschen gelaufen gelassen, wäre das wahrscheinlich cooler gewesen. Aber sei es drum. Ne? Das haben wir fortgesetzt und letztendlich habe ich es dann genauso wie Cypher PK zum Schluss abgerundet, indem ich in Fortnite reinging mit Poison Ivy, dann noch ein bisschen den Hüftschwung gestartet habe und dann kam der Reveal von wegen, ne? Mal schauen, was der Chat so schreibt. Ah, bin so gespannt, was ihr alles in den Chat schreibt. Ich bin so gespannt, was ihr alles in... Warte mal, jetzt will ich es aber sehen. Und es war glorreich, also die Leute haben es gefeiert, die fanden es lustig. Ich fand es mega lustig, es war eine sau lustige Idee. Die Reaction darauf und so weiter. Was live on stream passierte, kommt auf meinem Zweitkanal StanLolWhat, ne? Dort könnt ihr dann natürlich gerne vorbeischauen. Dort habe ich das dann live on stream drauf reagiert, was die Leute geschrieben haben. Hier on Video halt ein bisschen die Zusammenfassung und ich fand es schön. Es war wirklich eine wunderschöne Idee und Shoutout dann nochmal an Rifty und CypherPK. Ich hoffe, ihr habt es genauso enjoyed. Ne? Schreibt mal rein in die Kommentare. Vielleicht wart ihr mit dabei. Wäre auf jeden Fall nice. Ein Like-Button, wenn ihr es genauso lustig fandet. Es würde mich freuen. Und gebt mir Flosse. Flapp.